Ich würde sagen, wir machen, wie gesagt, einen kleinen Überfall und dann zeigen wir euch auch schon sofort, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr wollt Robux kaufen und uns kostenlos unterstützen? Dann gebt einfach den Starcode CPET ein beim Kauf von Roblox Premium oder Robux. Dankeschön. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur täglichen Ladung Roblox. Und heute, Leute, zeigen wir euch was ziemlich, ziemlich Cooles in Mad City. Und zwar eine geheime Waffenbase, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Aber erstmal hallo an Thomas. Ja, Hallöchen, liebe Freunde, genau hier bei Mad City heute. Mit euch natürlich am Start wieder eine richtig geile Sache hier als Thema. Aber dazu kommen wir natürlich erst später, ne? Aber jetzt fliegen wir erstmal zum kriminellen Basispad. Oder was sagst du? Gut, hört sich gut an. Aber Leute, bevor es losgeht, erstmal morgen 18 Uhr, also am Samstag um 18 Uhr, ist wieder Stream angesagt. Deswegen schaut auf jeden Fall morgen um 18 Uhr vorbei. Und ja, ansonsten benutzt gerne unseren Starcode CPET, wenn ihr Robux kauft. Denn dann könnt ihr uns das Ganze auf den Discord-Server unter Starcodes reinschicken. Und dann blenden wir euch auch zum Beispiel jetzt im Video ein. Also einfach ein Beweis, dass ihr Robux gekauft habt, ne? Richtig, genau. Schön in unserer CPET Army, in der schönen Gruppe immer. Genau. Ja, gerne liken, abonnieren natürlich, aber das kennt ihr ja schon, Leute, das übliche Programm. So, und dann würde ich sagen, zeigen wir euch mal gleich, wenn wir dort sind, die geheime Basis. Ich schwebe hier gerade so ein bisschen drüber. Momentan tut sich ja nicht viel bei Mad City. Also, ich muss ja ehrlich sagen, das letzte Update, das letzte große Update, sagen wir mal, war das mit der. Mit der Bahn, würde ich sagen. Ja, mit der Bahn, genau. Also mit der Zugzugbahn, wo der Überfall jetzt auch stattfindet. Genau. Das war so das letzte große Update, würde ich sagen. Aber ja, ansonsten tut sich leider relativ wenig. Aber gut, kann man nichts machen. Das ist halt einfach so, ne? Richtig. So, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal hier rein in die wunderschöne Basis und rüsten uns erstmal ein bisschen aus. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt, diese geheime Basis, oder ob ihr das nicht kennt. Das wird uns nämlich mal interessieren. Thomas hat das nämlich aus Zufall gefunden. Und ja, Thomas, ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einem kleinen Überfall, oder? Ja, können wir machen. Ich habe den kleinen Glitch schon mal ausprobiert und er funktioniert auf jeden Fall. Er funktioniert, genau, weil ja. Man kommt in diese geheime Basis nur rein mit einem Trick, ne? Genau. Aber erst mal den Überfall und weißt, dann... Weißt du, wie der Trick... Wir können ja schon mal sagen, wie der Trick geht. Und zwar ich müsst weiß, ihr wie der geht. Einfach ein Like da lassen und abonnieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann, also das ist nämlich der Trick, das ist die halbe Miete und dann funktioniert er auch wirklich. Auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann jetzt aber schleunigst, ne, würde ich mal sagen. Genau, weil wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wird das auch nichts. Ne, sonst wird das echt nichts, ne? Ich würde sagen, wir machen, wie gesagt, einen kleinen Überfall und dann zeigen wir euch auch schon sofort, wie das Ganze hier funktioniert. Ich bin gerade beim Juwelier. Warst du schon hier, Thomas? Nee, ich war noch nicht da. Ich wollte mich gerade auf dem Weg dahin machen, bin gerade in meinen Scout eingestiegen und wollte losfliegen. Okay, ja. Und ja, jetzt sehe ich ihn schon. Ich sehe schon, er wird ausgeraubt. Das heißt, du hast den schönen Diamanten mitgenommen. Den fetten Diamanten habe ich mir leider nicht mitgenommen. Ah, okay, das ist dann gut. Naja gut, ich fliege erstmal ganz kurz hier rüber und dann zeigen wir euch auch schon, wie ihr zu dieser Geheimbase kommen könnt. Also ich bin ganz ehrlich, hätte Thomas mir das nicht gezeigt, dann wäre ich auch nie drauf gekommen, ne? Weil es ist auf jeden Fall jetzt nichts so Offensichtliches oder so. Man sieht daraus jetzt auch keinen Vorteil von dieser Geheimbase, sage ich mal. Aber es ist auf jeden Fall mal cool, sich das Ganze anzuschauen, ne? Genau. Und ganz kurz so nebenbei, Grüße gehen raus an Phoenix 110907. Er schreibt hier die ganze Zeit Hallo. Und ja, deswegen wollte ich dich einfach mal grüßen. Netter Kerl übrigens. Auf jeden Fall. So, Thomas, bist du ready? Ja, ich bin ready. So, und zwar, Leute, um euch das Ganze einfacher zu machen, ist es folgendermaßen. Oh nein, die U-Bahn, die Bahn möchte ich noch mitnehmen. Die Bahn möchte ich noch mitnehmen. Dann bin ich noch nicht ready, hör mal. Da gibt es kein Wenn und Aber, ne? So, dann einmal hochfliegen hier. Eieieiei, ich liebe... Also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsüberfall aktuell ist. Aber ich kann euch so viel sagen, mein Lieblingsüberfall aktuell ist auf jeden Fall der Zugüberfall. Ich finde, das ist der beste, weil der so, der bewegt sich... Oh nein, ich bin vorbeigesprungen, wie doof. Weil er bewegt sich, da ist ein bisschen Dynamik drin. Es ist mal was Neues, könnte man sagen. Und irgendwie finde ich das cool, auf jeden Fall, oder? Ja, sehe ich genauso, definitiv. Ich mag den auch total. Und auch so diese Performance, dass man da hinfliegen muss, der sich bewegt.
Musik und so, das finde ich halt sehr, sehr cool. Genau, da haben die sich auf jeden Fall was sehr Cooles einfallen lassen. Ob das jetzt auch von Roblox Jailbreak kommt oder nicht, ist ja jetzt egal. Aber das dahingestellt, hör mal. Genau, kann ja auch sein, dass die da selbst drauf kamen, ne? Genau. So, dann hacken wir jetzt nochmal ganz kurz die PCs. Ich denke, wir sollten so auf 12.000 herumkommen, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Also $12.000 sollte, denke ich, mal hinkommen, aber gucken wir mal ganz kurz, wir rennen nochmal hier rüber, würde ich sagen, so, da ist auch noch ein bisschen Geld, das hängt hier irgendwie in der Wand, das ist ein bisschen komisch, aber gut, so, hier und, oh, sogar ein bisschen mehr, sogar 14.000, ne, ja, 14.000, perfekt, so, dann spawnen wir hier den Hyperglider und fliegen mal los, ne, aber jetzt wirklich, jetzt können wir gleich nämlich dann auf die, Superheldenseite wechseln und dort können wir euch dann das ganz, ganz Besondere zeigen, Leute. Die hey, wieso denn auf die Superheldenseite? Hä? Hör mal. Warum? Das werdet ihr gleich sehen, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall schon da oben im Turm, hör mal. Ja, bist du schon da angekommen? Ja, deswegen mal gucken. Ich fliege jetzt zu der Stelle hin, wo wir gleich hin müssen und werde auf dich da warten, hör mal. Auf jeden Fall. So, einmal hier umdrehen. Jetzt ist mein Hyperglider ein bisschen weggeflogen, aber okay. So, Geld abgeben. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ab auf die Superheldenseite. Und jetzt zeigen wir euch den wunderschönen Trick, Leute. Und zwar nehmen wir uns einen Superhelden, der fliegen kann. Beispielsweise der Titan. Der kann ganz gut vor sich her schweben, sag ich mal. Und jetzt müssen wir zu einer ganz bestimmten Stelle fliegen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Thomas aktuell ist, aber ich fliege jetzt mal zu einer ganz bestimmten Stelle, wo man sich, unter die Map buggen kann. Am besten macht man das mit einem Helikopter, der etwas kleiner ist. Sowas wie ein Buzzard zum Beispiel. Also der Cobra würde bestimmt auch damit gehen, aber ist halt ein bisschen größer und vielleicht auch schwieriger. Dementsprechend, ja. Und zwar müssen wir vom Waffenladen diese Straße nehmen und dann an die Ecke gehen und einfach hochfliegen. Und irgendwann sollten wir dann auch hier reinglitschen. Beziehungsweise man kann, glaube ich, auch einfach rausspringen, genau. Ja, du musst rausspringen, sonst funktioniert das nicht. Man muss rausspringen und dann glitscht man durch die Wand und kann quasi fliegen, weil man ja ein Hero ist. Ganz genau, und ich glitsche jetzt hier gerade auch ein bisschen unter die Map. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Das ist jetzt, ich bin unter der Map, also das ist mir noch nie passiert hier. Hä? Ah, jetzt, jetzt, perfekt. Klasse, Leute. Und zwar, Leute... hier bin ich. Wo bist du? Ja. Ah, da bist du, Rotomac, da ist er ja. Ah, da bist du, ja, hier, Hallöchen. Moin, ne, was geht ab, alles gut? Ja, bei dir, ich bin ein bisschen am Brennen, hör mal. Okay, da gibt's... Bisschen heiß hier unter der Map. Heute Katze am Spieß. Naja, genau. Leute, und zwar folgendes, ihr müsst ganz nah am Wasser am besten fliegen. Und dann, liebe Freunde, seht ihr schon... Wir haben hier eine geheime Waffenbasis. Nein, ich bin in der Wiese wieder. Genau, das ist, wenn man zu hoch fliegt. Nein, was mache ich jetzt? Nur die Wiese brennt. Na, aber ne, da, ihr seht auf jeden Fall, wie diese geheime Basis aussieht. Die gibt es wirklich nur hier. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, hä, warum ist denn hier so eine komische Basis, ne? Das ist auch ein geheimen Grund, eigentlich sehr offensichtlich ein Grund, denn diese geheime Basis kann man mehr oder weniger betreten. Allerdings nicht so, wie wir es gerade tun, sondern anders. Denn vielleicht kommen die einen oder anderen drauf, vielleicht auch nicht, ist ja nicht so schlimm. Ich flieg mal ganz kurz hier durch, denn wenn wir hier ich warte mal im Boden auf dich. Du bist hier, ne? Irgendwo? Ja, hier. Ich kann nicht mal meine Attacke einsetzen. Okay. Naja, gut. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt in den Waffenladen reingehen, dann seht ihr, ich habe jetzt hier diesen Waffenshop-Händler und wenn ich mit dem rede, dann werde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die AK drücke, zu einer Basis teleportiert, wo ich mir dann die Waffe konfigurieren kann in verschiedenen Skins und sowas. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel die Scar nehme, der switcht quasi nach unten. Ihr seht das ja auch. Die Kamera geht nach unten und nach oben und das ist halt eigentlich das Geheimnis dahinter, ne? Genau, deshalb, die haben quasi diese Kamerafahrt einfach unter die Map verlegt und da kommt man auf normale Art und Weise gar nicht hin, außer über den Glitch. Genau. Und das ist eigentlich schon das Geheimnis von dieser geheimen Base. Und ja, mich würde mal an dieser Stelle interessieren, ob ihr diese geheime Base kanntet. Und falls ja, dann von wo? Einfach aus Zufall. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es so cool, auch wenn man da jetzt nicht sonderlich viel machen kann. Und ja,
In dem Sinne würde ich sagen, Leute, wäre es das auch schon gewesen mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Falls ja, gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Ciao.